Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ich möchte auf jeden Fall das Like-System reinbringen. Wie ganz am Anfang des Projektes möchte ich gerne, also diese Woche wird es noch ganz normal sein, aber ab Folge 221 werde ich es offiziell machen. Das heißt, wenn die Like-Anzahl nicht erreicht wurde, oder beziehungsweise solange sie nicht erreicht wurde, wird es auch keinen weiteren Part geben. Oder Folge. Ich mache es deswegen, damit ich sehe, wie ihr reagiert. Ja? Wie viel Lust noch hinter diesen Projekten steht, ob wir die Lust noch mal aufheben, da ja einige Leute dieses Spiel immer und immer mehr aufgeben, aber ich es gerne weiterspielen möchte, weil es wird noch so viel kommen. Bald kommt noch die 7. Generation und das heißt, irgendwann kommen neue Karten dazu, neue Pokémon und wer weiß, was die Entwickler hier noch bei den Online-Spielen noch alles machen wollen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Deswegen seid ihr quasi die Stützpfeile des Projektes. Ihr unterstützt quasi. Wenn die Like-Anzahl halt nicht erreicht ist, ich überprüfe das. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr... Es ist nur ein Klick. Das ist das Lustigste daran. Es ist ja nur ein Klick. Mehr nicht. Ihr müsst keinen Kommentar schreiben. Ihr müsst einfach nur einen Daumen hoch geben. Wem es nicht gefällt, dann Daumen runter. Ach, wenn nichts da ist, ja, gut. Ab nächste Woche Montag, also ab die Folge 221, werde ich es offiziell machen. Ich möchte es gerne mal jetzt so ein bisschen antesten. Falls irgendwie noch Fragen sind. Gut, ihr seht Calumaniero im Thumbnail und stand auch in den Kommentaren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich denke mal, der Verfasser denkt bestimmt an Calumaniero EX Deck. Das kann ich leider nicht bieten, weil ich keinen Calumaniero EX besitze. Ich habe auch gesagt, ich kann nur Karten benutzen, die ich auch besitze. Daher habe ich mir eher ein anderes nerviges Deck zusammengebaut. Deswegen nennt sich das Fischen gehen. Wegen Calumanieros Stapel Tentakel. Nimm eine Karte von den Ablegestapel von deiner Hand. Deswegen, er fischt quasi eine Karte aus den Ablagestapel, also aus dem Friedhof. Nicht nur er kann das, sondern auch Tengulis kann eine Trainerkarte von den Ablagestapel wieder zurückholen. Deswegen habe ich die beiden zusammengepackt. In Hauptmerkmal auf das Calumaniero. Es ist schon nervig, schon allein Kontrollschränke ist nervig. Es macht nicht sonderlich Schaden, hält auch nicht sonderlich viel aus. Dafür habe ich halt ein Tengulis mit reingenommen. Er macht ja ein bisschen Schaden. Kann auch sehr nervig sein, schon ein wenig zusammenrollen. Wirf drei Münzen, zeigt mindestens eine dieser Münzen Kopf, deckt deinen Gegner seine Handkarte auf. Lege anschließend pro Kopf eine Handkarte deines Gegners auf dessen Ablegestapel. Er kann bis zu drei Karten einfach mal wegschmeißen, wenn es funktioniert. Zudem zur Kontrollschwinge habe ich natürlich diese nette Karte mit eingebaut. Platzballon. Das ist quasi ein schönes Item, wo man 60 Schaden nochmal zufügen kann, wenn er darauf reinfällt, was die meisten Leute ja machen. Und ich kann ja immer mit den Tentakel die Karte wiederholen. Das ist so ein ewiger Kreislauf, solange Calumaniero da ist. Als große Unterstützung ein einziges Darkrai EX. Ich hätte gerne noch ein zweites, aber da ich kein zweites habe, es ist ein Standard-Deck. Also, das heißt, ich wollte eigentlich Finsterumhang mitnehmen. Da hätte ich beide reingenommen.
aber gibt es leider im Standard nicht. Und für, ja, für erweitert ist mir das Deck doch ein bisschen zu schwach. Deswegen versuche ich damit. Finster Aura ist sehr, sehr, sehr stark. Hier Gefahrenergie. Falls in die Ex kommt, machen wir sogar noch zusätzlich 20 mehr Schaden. Entweder auf Tengulis oder Kalamenere oder halt Darkrai. Dazu doppelfarblos und so weiter und so fort. Energie abschlagen, super Angel. Falls Pokémon jetzt verloren gehen, dass ich die mir dann wiederhole. Ich weiß jetzt nicht, ob Spezialenergie auch damit zuzählt. Habe ich noch nicht wirklich ausgeprobiert. Halbstarke, um halt nochmal drei Karten loszuwerden. Ich habe es noch nicht getestet. Deswegen schauen wir mal. Es sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Versuchen wir mal unser Glück. Und ich hoffe mal, dass wir. Da stimmt irgendwas nicht. Erweitert? Nein, eigentlich soll es ein Standarddeck sein. Wo liegt das Problem jetzt? Ich habe eigentlich alles auf Standard. Warte, wir machen mal die Trainer nochmal neu. Haben wir alle ja soweit grob gemerkt. Nicht, da ist jetzt eine Karte dabei, die nicht im Standardmodus ist. Fangen wir mit der Ausrüstung an. Ausrüstung ist okay. Dann die Stadiumkarte, Standard, auch okay. Das Schützer, da waren zweimal R drin. Zweimal R. Zwei Platan, zwei das, zweimal N. Drei Geraldines, zwei halbstarke Flordelis. Vielleicht muss ich gleich noch mal umpacken. Oh ne, warte mal, zwei. Davon noch was mit. Itemkarten. Ich glaube. Habe ich irgendwas. Es ist voll, ne? Irgendwo. Irgendwas nicht. Hätte Dingens nicht gehabt. Nein, ich nehme anstatt N, nehme ich Platan mit. Und mir noch ein paar Pokémon rausnehmen. Rausfischen. So, wie sieht es denn hier aus? Oder auch vielleicht ist es hier das Problem gewesen mit der Energie. Eigentlich nicht. Schauen wir mal. Ist das Problem hier? Stengulis ist da auch hier. Das Samurzel? Sag mir nicht, das Samurzel ist das Problem. Wäre echt lächerhaft. Das Samurzel ist das Problem. Moment. Ich hab's gerade gespeichert, ne?
Dann packen wir einfach Ramme rein, so. Das Scharmützel war das Problem. Ach ja. Schade, dass so ein Scharmützel so stark sein kann, dass es nicht in den Standardmodus drin ist. Oder ist das schon außerhalb? Naja, nochmal Lucky Lucky machen. Ich glaube, es war grob das gleiche. Ja. Ich müsste mir da quasi nochmal das Deck nochmal anschauen, was ich da gemacht habe. Einfach nur das Scharmützel auswechseln und fertig. Naja. So, dann suchen wir halt jetzt einen Gegner. Versuchen das Deck mal zu spielen. Dispella. Ein Kampf. Finsternis. Farblos Deck. Ah, ich fange an. Schon mal gut. Denn da kann ich dann schon mal die Doppelfarblose anlegen. Oh. Ich habe schon Darkrai. Nett. Will ich so rum. Und ich kann nichts machen. Sonnenofen und Igeltal. Machen wir schon mal so und so. Hole mit Flordelis Igeltal schon mal. Machen da 30 Schaden drauf und uns das Tal. Was er macht. Er macht natürlich gleich auch dann mehr Schaden mit Pokémon. Kann nichts machen. Sehr interessant. Wir greifen an. Und erstmal Energie. Schauen, wann sein Vertretungsding kommt. Platzballon. Okay. Aber das kann ich ja getrost ignorieren. Ich glaube, Calamanero überlebt? Fragezeichen. Nein, es macht genau 100 Schaden. Ach. Das ist gerade unschön. Es hätte 90 gemacht, also hätte es auch nicht überlebt. Ja, Iviltal ist schon ein Monster. Und hat eigentlich kein
Nee, eigentlich habe ich nur den mehr Bonusschaden. Was war das jetzt? Ah, okay. Schaden. Das ist die Frage, reicht das aus? Ich bezweifle das. Ich glaube, Platan ist eine gute Wahl. Schaden machen. Oh, genau 10 Schadenspunkte. Ich glaub's nicht. 10 Schadenspunkte haben gefehlt. Ist es denn wahr? Ein Brief. Was holt er sich denn? Kampf auf Einzelne. Mhm. Da kommt Hyperball. Er hat Nachtrag weggeworfen. Interessant. Wieso hast du das Knackwerk nicht behalten? Hast vielleicht noch anderes auf der Hand? Das war jetzt Mega-Entwicklung Pokémon. Ah, ja. Habe ich ja nicht. Jetzt gerne Flugzeile oder irgendwas anderes. Ist jetzt schon mal die Angel ein. Ein Eskalar. Besiegen schon mal das Sonnenfell. So, jetzt kommt vielleicht Knackselucker rein, weil er Knackrack hat. Und damit nimmt er meinen Darkrai aus dem Spiel. Oh, er hat sogar eine Kampfenergie. Ja, damit ist das Darkrai weg und dann kann ich eigentlich schon aufgeben, weil ich schon keine Chance habe mehr zu gewinnen. Weil Schwäche habe ich keine Chance. Naja. Bei Schwäche habe ich nie eine Chance. Ich brauche jetzt gar nicht weitermachen. Dann suchen wir uns einen neuen Gegner. Vielleicht können wir den besiegen. Es wäre ja schön, wenn ich einen Sieg mit diesem Deck gewinnen könnte. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich stark. Ja. Wenn ich jetzt das andere Calamanero gehabt hätte, das wäre viel nerviger. Jedes Mal einpennen und so weiter und so fort. Aber mit Schwäche ist halt nicht zu spaßen. Ich habe schon gesehen, dass er Knacksel. Ich habe schon gesehen, er wird wahrscheinlich Knacksel reinschmeißen. Eventuell eine Kampfenergie. Mit einer Stärkenergie habe ich jetzt nicht gerechnet. Und
dann halt hat er mich schon in der Tasche. Kampfenergie und ich hab Schwäche. Da kann ich nichts mehr Großartiges ausrichten. Wieder einmal. Das ist die Frage, wird er jetzt sofort angreifen? Er kann ja angreifen. Deswegen werde ich es jetzt auch schon mal anlegen. Wir holen uns schon mal ein Samurzel. Und machen zu Bänden. Entweder greift er an oder greift er nicht an. Nett. Nett. Und es ist Resistenz, ne? Ja. Ach, ist das ekelhaft jetzt, was ich für Gegner gerade habe. Seine zweite ist das doch, oder? Nein, seine erste. Er geht mir auch damit auf den Sack. Ohne Energie kann ich nichts machen, also kann ich nur Zug beenden. Ist das gerade Kacke, ey? Bringt mir alles nix. Na, ich werde mal einfach entwickeln, weil... Dann halte ich zumindest noch eine Runde aus. Aber ich habe schon verloren. Hey, die Leute, die haben gerade so viel Luck. Ich ziehe gerade nur Scheiße. Schön. Mega-Garde-Wurm. War das jetzt nochmal? Ah, es hat sogar Resistenz jetzt. Lege Befehle, achso. Ey, ich krieg einfach nichts, was ich haben möchte. Das ist doch unfassbar. Naja, letzte Runde. Das heißt 3-0 lose, glaube ich. Weil ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde. Naja, also baut dieses Deck auf jeden Fall nicht nach. Ganz sicher nicht, das ist... Wie gesagt, Theorie war natürlich gut, aber Praxis ist gleich null. Das ist gerade echt... Und ich hatte auch echt Pech mit den Gegnern. Combo ist wieder da, aber
schon wieder ekelhaft. Die Ex kam. Problem ist, er greift den nicht an. Also brauchen wir jetzt noch nicht Platzballon ansetzen. Obwohl, selbst da nicht. Selbst da nicht. Er wird angreifen. Ja, aber das bringt mir aber auch nichts, weil die 60 Schadenspunkte, die gehen in. Die verlieren ihre Wirkung. Ja, kann nichts machen. Das Deck funktioniert nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Diese Attacke. Ja, kann er auswechseln. Alles klar. Wir haben es gesehen. Es hat nicht funktioniert. Es tut mir leid, dass dieses Deck ein reines Drecksdeck ist. Naja, ich habe es versucht. Aber mit einem richtigen Calamanero, das EX Calamanero, das, dann würde es natürlich anders aussehen. Es wollte einfach nicht. Ich hatte auch gerade echt so viel Pech bei der Gegnerwahl. Die haben mehr Glück als ich heute. Also, naja. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr beim nächsten Mal eine weitere Folge habt, dann machen wir ein Like, setzen wir ein Like-Ziel von 5 Daumen. Fangen wir mal klein an. 5 Daumen. Wenn wir das erreicht haben, bin ich schon zufrieden. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Ansonsten, einen schönen Tag noch. Also, bis dann.